Moin, oder was? Und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind heute im Landschaftspark Duisburg und machen viel Quatsch, aber rein da. Ja. Ja. Wie ihr gerade in den Drohnenshots gesehen habt, ist hier zwar noch ein bisschen Schnee, aber nicht mehr viel. Und warum ich hier wie so ein behindertes Stück Scheiße am Wackeln bin, seht ihr nämlich, weil du... Fuck! Scheiße, die Wand. Ja, gut. Warum? Weil wir nämlich auf so einer scheiß Kante hier stehen, mit nassen Schuhen. Mit nassen Schuhen, aber das ist immer eine Frage des Talents, weißt du? Ja, ja. Mit der Hacke bin ich unter das Rail gekommen. Alter, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle, sonst wird das auch noch peinlich für mich hier. Ach. Kommt. Ja, ja, klar. Genau, wir haben was vor. Wir haben eine Halfpipe unter uns und wir wollen von hier oben da reinspringen. Ist eine sehr kurze Landezone, weil das Ding ist wirklich sehr steil und läuft dann direkt ziemlich flach aus. Also entweder kommen wir gut rein oder wir hauen uns komplett den Arsch irgendwie auf. Ach, ich sehe die Hüftfraktur bei der Nummer doch schon kommen. Hätte als erstes oder was? Ich fange an, aber fall bloß nicht runter, ne? Nee, nee. Ah, oh, boah. Ja, komm. Ready? Ja. Drei. Oh, Digga, warum ist das so eklig? Arsch oder Seite? Also Arsch wäre insane, aber ich glaube Seite ist smarter. Nee, nee, nee. Arsch kannst du aber besser oben in die Schräge kriegen als mit der Seite. Drei, zwei. Ja. Ja. Boah. Alter. Das geht, das hat aber gut eingezimmert. Alter, das hat gerumst hier hoch. Boah, das merkst du aber überall, im Sprunggelenk, auf der Hüfte, in der Hände, überall du. Oh ja gut, ich komm nochmal hoch. Das ist nämlich auch schon so eine Sache, pass auf. Ich pass auf. Mir fließt Parcours einfach durch die Blutbahn. Ja. Oh Junge, Alter, nach Ettes Landung habe ich echt wenig Bock, muss ich sagen. Die sahen nämlich gar nicht soft aus. Die ganze Halfpipe hat vibriert und gewackelt. Lass dir da nichts einreden. Ich nehme euch jetzt den Mund und dann POV auch mal mit, weißt du? Alter! Also das war soft, das war geil und soft. Na gut, jetzt bin ich hier immer noch oben. Ich komme auch einmal runter. Komm mit nach Rolle. Oh, oh. Ja, das war so nicht geplant. Ey, verf***t Ordner. Nee, nee. Oh, nee. Oh, eine Hüfte. Ich sehe die Hüftfraktur bei der Nummer doch schon kommen. Oh, was habe ich da gemacht, ey? Also da wusste ich wirklich nicht mehr, was ich da plötzlich veranstalte, ey. Aber scheiße, ey. Dwayne hat hier gerade stundenlang mit unserer Schneeschippe Schnee geschaufelt, um dann diesen beeindruckenden Haufen damit zu bauen. Und Dwayne hat sich auch direkt in Schale geschmissen für die Nummer. Geh, was hast du vor? Ich bin in der Mülltüte eingepackt, damit ich besser rutsch. Und zwar war der Ursprungsplan, eine Dive-Hole reinzumachen, weil der Schnee aber steinhart ist. Ist der neue Plan, Pinguin zu spielen und auf den Bauch zu springen. Also schön von hier mit Vollgas auf den Haufen. Alter, wenn das gut geht, dann rutsch ich. Wenn das nicht gut geht, dann rutsch ich nicht und... Alter, das hat echt Skorpion-Potenzial, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, stimmt. Ah, es wird scheiße. Bevor es in den Fullset geht, soll es doch mal einen Prep geben. Weil der Sprung von da ist schon ordentlich weit. Deswegen erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert, bevor man sich da mit voller Anlauf reinjagt. Alter, wenn ich da so rausfliege, dann fresse ich aber Sand. Das wäre so geil. Alter, lass mal hier so einen kleinen Sandhaufen bauen. Komm, wir bauen eine Bremse hier hin. Das ist geil, aber mit dem Sand. Ja, das finde ich auch geil. Ich habe echt wenig Anlauf hier, deswegen muss ich echt für das bisschen Anlauf Vollgas geben. Und ich darf nicht, wie man das sonst macht beim Absprung, nach oben gehen, weil sonst... Ja, sonst AD Rippen. Weil der Haufen ist echt hart. Den musst du echt am besten mit der Schrägen erwischen. Und ich glaube, das ist unmöglich, so flach wie er ist. Ja, ist schon flach. Das ist auch wieder geil. Das Ding wurde schon wieder gebaut, ohne dass einer geguckt hat. Ich habe einfach den Schnee irgendwo hingeschmissen. Der Drip, Junge. Das sieht so geil aus. Das ist so doof. Es ist einfach ein Fleck weiß in dem scheiß Sandkasten. Ja. Das ist so eine endgeile Nummer so vom Konzept her und alles. Aber das ist keine endgeile Nummer so vom Machen und alles. Zum Zugucken ist sehr geil. Glaube ich. Ja, machen wir jetzt. Ich freue mich richtig. Ja. Aber wenn dich das freut, dann freut mich das auch.
sieht so dumm aus. Junge, ja. Da guckt so ein kleines scheiß weiße Drecksding raus und dann du in die Mülltonne. Das wird, glaube ich, nix. Ist schon weit. Platzt die Lunge, wenn da zu viel Luft drin ist, platzt die. Stimmt. Musst du noch weg. Ah! Ja! Ja, komm! Na klar! Bereit? Ja, sicher! Bin ich weggerutscht. Alter! Digga, das ist so lustig! Ja, wie du todernst mit diesem Müllbeutel da anläufst! Alter, also deswegen lacht ihr. Ich dachte, ihr lacht, weil ihr alle wisst, dass ich nicht gut ausgehe. Nee, ich mal dir große Chancen aus, tatsächlich. Brauchst du noch was? Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu viel ist. Ist zu viel. Okay. Ja, so ist gut. Ja, so passt. Ja, guck mal. Ja, guck mal, da rutscht du nirgendwo mehr hin. Das Einzige, wo du rutscht, ist da auf dem weißen Fleck im Sandkasten. Tschüss. Ich hab Sand im Mund von dem Scheiß auf. Das hat immerhin geklappt. Du hast wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Handbremse. Ja. Die ist auch eingesunken. Digga, du hast da so eine fucking Eisscholle rausgebrochen. Alter, ich wollte die Hände so als erstes, dass ich den Brustkorb nachabsenken kann. Meine Hand ist da einfach reingefahren. Komm, das reparieren wir eben wieder. Junge, vielleicht ist der zu schmal. Vielleicht bricht das deswegen zur Seite raus. Also das hast du ja jetzt gemerkt, dass der weich ist. Ich glaube, du musst einfach direkt auf den Brustkorb drauf. Alter. Was ist das? Digga, wie hat der Schnee das denn geschafft? Aber ist kaputt, oder? Ja. Ja, kann man das nochmal versuchen schnell? Ja klar. Du musst auch die Hände weglassen. Das macht für Außenstehende so wenig Sinn. Ich habe mir gerade den Handywinkel angeguckt. Sieht so dumm aus. Und auf einmal kommt dieses Ding und es macht Sinn und es ist trotzdem komplett sinnlos. Alter, das ist auch völlig sinnlos. Alter, sinnlos ist mein zweiter Vorname. Alter, wie viele Vornamen hast du eigentlich? Genug. Okay. Ja. Machen wir jetzt. Ja! 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 Alter! Junge! Ja! Boah, meine Eier haben oben irgendwie einen abgekriegt. Das ist ja perfekt gewesen. Alter, meine Hände sind zur Seite raus und mein Oberkörper in die Mitte durch. Aber meine Eier sind genau hier oben, glaube ich. Das zieht richtig in die Nippel hoch vom Hodensack, Alter. Geil, Junge. Junge, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das war richtig überraschend. Das hätte ich auch im Leben nicht gedacht. Ich dachte, das gibt genau den gleichen Kack wie gerade. Alter, das war ein echt geiles Ding jetzt. Also, wen Wochen John Sinn vollbringt, Mann. Komm, ab zum Bürgeramt, Ausweis ändern. Hast du wieder Sand gefressen eigentlich? Nö. Diesmal wird... Ja, deswegen tun wahrscheinlich deine Eier weh. Alter, ist das Ding hart. Für uns geht jetzt auch in die erste Challenge rein. Und zwar ist hier dieses Volleyballfeld, wo man wunderschön über das Netz balancieren kann. Da probieren wir jetzt mal, ein bisschen warm zu werden und warten und einfach mal gucken, wie das so geht. Komm! Send it! Alter, hä? Was ist denn jetzt los hier? Direkt so ein solider Start oder was? Ja. Junge, hä? Was? Hast du einen am Helm oder was? Hast du einen am Sender? Ja. Digga,
Hunger, kannst du eigentlich deinen fetten, hässlichen Fressbrett halten, wenn du darüber läufst? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, komm. Junge, ich war also wirklich verdattert, aber das sieht so was von wackelig aus, das Ding. Unser alter Slackline. Prinzessin da drüben, weißt du? Junge, das habe ich in meinem Leben nicht gehört, das Wort. Fressbrett. Kannst du mal dein Fressbrett halten? Ich weiß auch nicht, wieso wir dann, also wie das jetzt über das Fressbrett kam, aber. Komm! Ja! Durchziehen! Boah, schön runtergeschrien. Das ist schwer. Ja, vor allem mit Brille und Zigarillo in der Fräte. Mach ein Rundchen. Ja. Ja, ja, Junge! Ja. Geil, Alter! Boah, ich musste mich so konzentrieren am letzten Viertel, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass der mit seinem Zigarillo in einem Fressbrett drin da irgendeine Scheiße erzählt. Digga, ich wollte dich auch No-Joke abwerfen, aber als ich gesehen habe, wie gut das lief, dachte ich mir, lasse mal lieber. Genau da die Angst vor, ich wäre völlig ausgerastet, glaube ich. Ich wäre vorne ausgerastet. Alter Lachs, wir haben es alle noch mal ein bisschen probiert, aber die Challenge ist wirklich insane. Also absolute Props an Jan. Ich glaube, dafür müssen wir noch mal ein bisschen mehr Slackline tanzen vorher. Das Balancieren hat mehr oder weniger gut geklappt. Zumindest hat es uns alle aufgewärmt. Als nächstes haben wir nämlich hier schön den Frontflip unten, schön weicher Sand. Hier eine, was ist das, nippelhohe Mauer? Ja, bei mir ist das ein Nippel. Ja. Wo wir uns jetzt ein kleines Frontflip-Training begeben und dann mal schauen, was daraus noch resultiert. Das ist ziemlich genau ein Nippel. Ja. Schon ja. Hoch. Dann schmeißen wir uns mal. Also der erste Flip des Tages für mich. Ich will noch einmal gucken, weil ich bin echt nicht sicher mit den Schritten, aber danach bin ich soweit. Sicher. Chillig. Das war knapp mit dem Kopf, ne? Ja, du bist sehr hoch gewesen, aber hast dann, als du getackt hast, was mit dem Kopf hier plötzlich. Du hast deine Mütze genau auf die Mauer draufgelegt, ja. Oben gerade. Schön sonst. Und du als nächstes? Nee. Der springt hoch, du dived eigentlich, mach nichts von beiden. Also rein. Komm, schön gegen die Wand laufen. Oh, nee. Best-Clip-Szenario. Sagen, wenn das so knapp war, würde ich gerne auch noch mal schnell direkt nochmal machen. Komm, mach mal eben noch einen. Ja, der war besser. Ja. Da war Platz. Ja, da habe ich auch gemerkt jetzt. Na gut, ich bin kleiner. Ding ist für mich natürlich höher. Ich springe nicht so hoch, nicht so weit. Perfekte Ausgangssituation. Ja, komm, ey, nicht drüber nachdenken. Jetzt einfach rein. Ja, ja, genau so. Man muss auch dazu sagen, dass Jan und ich halt einigermaßen regelmäßig fronten und Ette nicht. Das macht es nicht besser für Ette. Diese scheiß Schneerampe da. Boah, sieht das hohl aus. Aber mit Stoppschild mittlerweile. Ja. Damit das keiner nachmacht. Komm, das ist doch dein Moment. Wie sagt man? Und nicht nachmachen. Nachmachen. Komm, den hast du. Komm, bitte. Schön drüber tauchen. Drei, zwei. Der Anlauf war kacke. Oh Junge, das ist schon ziemlich schön mit der Mühle, Alter. Schön hoch und weit, nur langsam drehen, also nicht viel machen einfach. Das sind die Lifehacks hier.
Boah! Das war gut, glaube ich. Geil! Wow. Junge, nice! Junge, das war ein richtig sauberer Vorhandflip. Ich bin ein bisschen so schräg vorgegangen irgendwie. Ja, aber perfekt. War richtig geil. Aber nach dem Front will ich jetzt hier den Bicky drüber machen, aber ohne Hände aufsetzen. Schon eine Challenge, weil das hoch ist. Aber so weit hoch habe ich das bisher nicht gemacht, aber vielleicht brauchen wir das, um hier noch fortzufahren heute. Zwei. Man muss schon sagen, dass man durch den Sprung von unten nach oben sehr guten Push nach oben noch weiterhin bekommt. Aber es ist trotzdem halt immer noch Nippelhöhe. Angst, mein Steißbein voll da drauf zu zimmern. Hier? Ja. Nee. Gott? Ja. Glaub, ja. Ja, komm, einfach mal schon. Du kannst doch dieses Stab-Hochsprung-Ding da. Ja, das hab ich, genau, da denke ich nämlich auch dran. So Stab-Hochsprung-mäßig. Ja, genau. Schön Layout, so dass der sexy aussieht irgendwie. Boah, sexy. Glaubt nicht. Ich glaube eher das Becken, wenn dann. Aber dann müsst ihr selber noch mal in der Analyse gucken. War vor ein paar Wochen schon mal hier und da habe ich den Frontflip hier durch diese zwei Balken durchgemacht. Fügen wir euch mal eben ein. Ja! Und der Grund dafür, dass ich den Bicky gerade probiert habe, ist, dass ich mit dem Plan hier hingekommen bin, den hier heute durchzumachen, hat, ist wirklich ultra scary, weil hier willst du mit keinem Körperteil deinen Körpers gegenhauen. Ja, das sieht von hier auch nicht so aus, aber das ist verdammt eng. Man muss halt schon so auf die Höhe kommen, also so Halshöhe sollte man schon hochspringen und dann ja. Kopf durch, Becken durch, Schultern, alles muss irgendwie sich durchschlängeln. Wir preppen das ein, zwei Mal jetzt hier, bauen uns irgendwie was auf, was vergleichbar ist und dann mal gucken, ob das funktionieren könnte oder nicht. Also das wird so schon mal ganz knapp passen, also müsste schon hier oben ungefähr hin, damit die ganzen Schultern überhaupt durchpassen. Aber lass mal hier wie letztes Mal das aufbauen und dann prepp ich das mal. Ja, Duisburg ist gnädig. Ah ja. Ja, ne, mach mal senkrecht hier oben drauf. So, und dann da oben rein. Da lag's. Ja, aber mal. So fällt dir die Barke auch gut auf den Kopf, wenn du dagegen kommst. Also hast direkt eine Bestrafung. Also dann weißt du, du hast das falsch gemacht. Der zweite Balken ist Dwayne. Dwayne hat unseren Schneeschieber in der Hand. Und da ganz wird wie folgt platziert. Hier hin, zack, Winkel, bisschen flacher, Kehr, flacher, flacher, so, und dann kann Jan genau hier durch. So, Jan. Alter Lachs, das ist schon wirklich irgendwie wild. Aber egal, das hau ich ja notfalls einfach runter da, das Ding. Ja. Das ist ein bisschen weniger nachlässig, obwohl er dreht sich. Nee, ach, nicht. Unten, dann rutscht einfach weg. Ah, komm. Boah, das ist schon hoch, ey. Aber dafür ist der Prep da, um halt jetzt mal sich anzugucken, ob das geht oder ob das völliger Quatsch ist. Würde ich mal einen wegtesten. Wen hab ich berührt? Den Stiel. Mich hast du weggewippt. Harul, aber war ja erst der erste Prep. Schulter hat berührt und auch mit der Hüfte, mit dem Bein muss ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen näher. Also jetzt mich so ein bisschen mehr schlängeln, kleiner machen und sehr hoch gehen. Ja? Ja, okay. Also hier steht alles, wie ich sehe. Das war auch, ich bin richtig hoch, glaube ich, gesprungen, habe mich so zusammengezogen und überhaupt nichts berührt. Ich glaube, das war so eine richtige Embryostellung in der Luft. Ja, das heißt, das klappt. Das einzige Problem da oben ist, ich laufe in einem anderen Winkel an. Ich muss so leicht nach rechts anlaufen, weil das sonst alles zu hoch ist. Da muss ich jetzt mal angucken, ob wir es gelöst kriegen oder ob wir einfach drauf scheißen müssen und rein trotzdem dann auch reingehen müssen. Egal. Ein bisschen noch hier. Das Einzige, das Ding ist halt, man fokussiert sich voll auf das Ding dann hier auch. Ey. Ich finde das irgendwie weird, Mann, weil dann, ich weiß nicht, ob ich dann noch hoch hier komme, weil ich mich so darauf konzentriere. Ja, wir scheißen auf die Baustellenschilder, irgendwie ist das kacke, weil dann konzentriere ich mich nur darauf. Ich habe gerade rausgefunden, dass wir alle völlig dumm sind, weil ich kann einfach auch hier das genauso preppen, wie ich das da machen muss, also mit diesem leichten Rechtsdrall anlaufen. Das mache ich jetzt nochmal. Wenn das klappt, steht dem Ganzen nichts mehr im Weg. Schön zusammen, Alter. Ja. Ja. Komm, Junge. Jeder Zentimeter Höhe, der macht direkt so viel mehr Platz zur Seite. Ready? Ja. Hochspringen, reingehen, Kopf safe, alles sicher. Alright.
Fuck, sorry. Oh fuck, ey, das war mein Anlauf, so nach hinten voll los, ey, scheiße. Ey, ich hab mir den Kopf gestoßen, sorry. Na komm, dann jetzt aber. Jo! Ja. Jo! Toll. Auch noch weggestoppt, das Ding. Alter, stehen geblieben. Geil, Junge. Hey, ich hab hier Handy und ich hab Kamera. Ich hab nix gecheckt. Nur guck, dass das irgendwie hoffentlich im Frame ist. Was? Hä? Was? One Bang, direkt alles, nichts berührt, oder? Ja, guck mal, stehen geblieben auch, perfekt. Alter. Geil. Wow. Ja, nice. Geiler Schweinerich. Was? Geiler Schweinerich. Danke. Ja, war geil. Chillig, nice. So, nach Jans Bicky Flip haben wir uns überlegt, dass wir den Hurdle noch machen können. Auch durch das Gestänge dadurch. Aber erstmal preppen wir das Ganze. Wir wollen von da anrennen mit einem Fuß hier oben auf die Plattform und dann komplett rüber. Wahrscheinlich beim Prep einmal noch die Füße aufsetzen. Und wenn das gut ist, dann geht's da durch das Gestänge. Oh, das war schon reich. Man muss immer höher und immer weiter noch als die ganzen Preps. Und das ist dann immer genau das, was so dazu richtig ausmacht. Und dann nochmal die Challenge ist. Boah, das ist immer scary in Hörne. Junge, die Viecher sind einfach nur scheiße. Der wäre jetzt schon was gewesen, Alter. Ja, haben wir auch gedacht. Abgesprungen, hättest du jetzt die Beine angezogen, wärst drüber. Mhm. Boah, sind die dreckig. Richtig dreckig. Ah ja. Easy. Oh, ich weiß, was du meinst. Aber das ist auch hoch, also. Oh. Aber das war auf jeden Fall der erste Schritt jetzt. Ja, das ist ein guter Step, das sollte man auch mal einfach machen. Ja! Geil! Geil. Also ja, das war gleich hinterher. Ja. Boah. Ja, stark. Junge, da dachte ich wirklich kurz, ich muss mir die Dinger jetzt in die Ohren klemmen, sonst komme ich da nicht rüber. Ja, du hast die Füße schon echt hochgezogen. Alter, lass mal nicht kurz. Bandsport. Okay, wir sind am Gestänge. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir doch noch mal ein bisschen höher hier müssen. Weil wir nämlich ein bisschen weiter nach links müssen, damit die Schulter hier Platz hat. Heißt, wir müssen ungefähr irgendwie sogar auf die Höhe. Ja, das ist schon wild, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Okay, ready? Ja. Ah, okay, aber genau, ja, hier. Genau so. Ah, Alter, das ist doch scarier als gedacht, Junge. Scheiße. Ein Prep nochmal mit Schmack. Weil man da halt wirklich durch muss und nicht sagen kann, okay, dann tippe ich halt einmal an. Ja. Ja, wird schon. Okay, 3, 2, 1, go. Ja! Da ging einiges in die Luft. Durchgedasht, hör mal. Ja, so ein bisschen mit der Hand doch irgendwie. Mit der Hand gegen, ich wusste nicht, ich hab nur das Geräusch gehört. Boah, alter Lachs. War knapp als gedacht, so mit Schulter und Hand dann plötzlich noch irgendwo am Berühren dran gewesen. Boah, als ich das Geräusch gehört habe, da dachte ich aber kurz, oh, das könnte jetzt auch blöd gewesen sein. Oh. Ja, der Haufen ist weich wie sonst was. Das einzige Problem ist, dass mittlerweile die Sonne so steht, dass ich keinen Schritt im Anlauf was sehe, weil die Sonne in meinem Gesicht drin ist. Aber Duisburg hat auch schöne Ecken und zwar ist da ein Turm. Sieht man natürlich nicht, aber warte, pass auf. Das da ist ein Schornstein. Da irgendwo. Dann habe ich gleich nämlich 2 Minuten Zeit ohne Blende. Dann bin ich ein bisschen im Zeitzwang, dann muss ich auch machen. Hier siehst du auch Sonne, Gesicht, alles. Wir machen mal kurz die Anlaufsituation nach. Hä? Nee, jetzt. Hä? Jetzt ist geil. Okay. Na gut, hier kommst du wieder, die blöde Sau. Ja, da sollte ich weg. Ja, ja, okay. Heißt, du hast gleich ungefähr ein Zeitfenster von 2 Minuten. Bis sie auf der anderen Seite vom Schornstein wieder auftaucht. Ja, ja. Das ist es immer. Ja, ich glaube, in einer Minute passt es. Ja, okay. Okay, ready, mach. Gut, Sonne ist weg, wie ihr seht. Haufen treffe ich. Ja, ja, ja. Boah, trotzdem ein bisschen nervös wegen dem Impact da. Dafür ist gerade keine Zeit, um drüber nachzudenken. Ja, das ist es nämlich. Die Sonne macht Stress. Ja. Ready? Ja. Einfach nur durch.
mich, der Rest regelt sich in der Luft. Eieiei. Boah, fuck. Das ist doch gar nicht so geil, dass du bei der Season ab hier erst und dann musst du da noch hoch. Ja, das stimmt wohl, aber fuck. Das ist so ein 2 Meter breiter Spalt, wo keine Sonne ist und der muss jetzt perfekt sitzen. Ja, hier ein Problem ist, ich sehe jetzt den Sprung da oben nicht mehr richtig. Ach, egal, komm, noch ein Versuch. Bereit? Ja. Yes! Perfekt! Alter, perfekt! Oder? Ja, ja, perfekt. Aber ist hoch, also schon hoch. Geil! Alter! Guck mal an die Wand. Du siehst richtig, wo die Sonne ist und wo der Schatten ist. Du hättest nicht mehr viel gehabt. Die Sonne kommt! Ja, da ist wirklich die Grenze gerade. Geil, Mann! Sehr gut. Ich würde sagen, das war ein geiler Abschied von dem Spot hier, oder was? Neue Location, neues Glück. Mittlerweile auch dunkel. Also Tageszeit hat sich auch verändert zum Dunklen. Boah, ist das weich. Junge, das ist eine Schnipselgrube aus Plastik. Ich meine, was soll hier groß sein? Feuerbecher. Zum Beispiel. Wäre halt blöd, wenn da irgendwas Spitzes drin steckt, aber ansonsten sieht schon mal weich aus. Ja, so Dinger sind hier drin. Ja, den habe ich auch gar nicht in der Hand gehabt. Und Eiswürfelmacher. Ja, so. Schon sehr weich. Schon fast verboten, so weich wie das ist. Da kriegst du schon fast Sorge, dass du da reinfällst und nie wieder rauskommst. Treibsand so. Ja. Treibfolie. Treibplastik. Ah, das ist so Corona-Test innen. Was? Das ist für Corona oder was jetzt hier? Da stellen die so Reagenzgläser da rein. Aber da wird ganz sicher kein Eiswürfel drin gemacht. Nee, das auf jeden Fall schon mal nicht. Jan will jetzt so nochmal reinspringen, aber dann Angst vor Spritzen. Ja, 15 Meter weiter ist ein Spritzenautomat. Ja. Und hier liegen überall Spritzen. Und das ist quasi der Mülleimer hier. Ach. Ach. Boah, Junge! Was war das? Alter, du bist ja durchgesegelt. Locker Corona im Mund. So gut. Du kannst einfach auf die Stufe da stellen, ja. Digga, das ist so auffällig. Ich halte doch hier nicht das Licht die ganze Zeit, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist. Ja, stimmt, mit Stufe. Alter, das ist ja wie dafür gemacht, so von runterspringen. Da soll man runterspringen. Geil. Die anderen sind auf dem Weg nach oben, ich bleib unten. Ich habe mir in Arosa beim Skifahren nämlich nochmal gehörig das Knie verdreht. Und deswegen ist sowas leider ein bisschen zu wild aktuell für mich. Ich hüte heute die Kamera. Ja. Vorsichtig sein. Da vorne steht die Polizei, direkt an der Synagoge. Die stehen da immer. Aber ich glaube, die dürfen von da nicht weg. Deswegen könnte das ein Vorteil für uns sein. Stimmt, die können halt nur ihre Kollegen informieren. Und bis die da sind, sind wir weg. Oder liegen da drin mit Spritzen im Bein. Jetzt hör doch auf, ey. Zweimal Corona und AIDS an einem Tag holen wir Scheiße. Ja, das ist aber ein schöner Schauplatz direkt an der fetten Kreuzung hier, wo die Autos nur drauf warten und richtig viel Zeit haben zum Gucken, was hier so passiert um sich rum. Ich sag mal so, wenn der erste gesprungen ist, muss eh schnell gehen, weil dann ja das Licht an ist. Und spätestens dann sehen uns ja alle. Licht an? Ja. So, ich springe als erstes, um für die anderen zu gewährleisten, dass da keine Spritze ist. Bereit? Komm, eins, Junge. Zwei, drei, rein in die Kappe oder was? Am Platz hier war alles. Am Platz hier war alles. Das ist komplett weich. Alter, geil. Das war ja mal geil. Aber das sah wirklich richtig nach Spaß aus. Ja, glaube ich. Du hast irgendwie abgerollt, fast in eine Bordwand rein. Okay, lass uns die Aller geben. Die Bullen fahren in einer Tour hierher. Okay. 3, 2, 1. Komm, Junge. Spaß. Ja. Digga, der ist komplett verschwunden. Du warst einmal weg. Das sah so witzig aus. Alter, das ist wirklich Spaß. Beide haben gesagt, dass purer Spaß ist. Und wir wohl auch noch mal. Komm, ab in den Müll damit. So, ihr kommt ins Fressbrett bei mir. Oh, ey. 3, 2, 1, Spaß. Alter! Oh, das
bist du? Ey, Junge, 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 da habe ich aber einmal Corona hier wieder eingeatmet. Also mein Rachen ist nass. Ich will mir gar nicht ausmalen, was da nass ist. Zeh neben eine Spritze. Echt? Zeig mal. Weißt du, der nicht da reinspringt, die größte Gefahr, hier irgendwas zu catchen. Bah, Junge. Digga, hör auf jetzt. Komm. So, wir sind jetzt 15 Meter Richtung Spritzenautomat gelaufen und stehen jetzt neben dem besagten Spritzenautomat. Ja, die Bedingungen heute waren einfach nicht so ganz ideal. Wir wollten eigentlich auch was ganz anderes machen, sind jetzt aber ein bisschen in der Heimat geblieben. Nicht in Hessen, aber in Duisburg. Und hatten doch noch einen richtig geilen Trainingstag. Wir haben ein paar ganz geile... Zebrastreifen weiß und blau. Zebrastreifen weiß und blau. Und jeder weiß genau, das ist der Scheiß im... Okay, Dwayne, weiter im Text. Ja, wir haben auf jeden Fall trotzdem ganz geile Sachen weggemacht. Die Fronts, die Divefolds, die Bauchplatscher, die Paarschaften. Feuerabend! Anfang!